Ich komme mir schon richtig so dumm vor. Ach, Melissa, macht ja nichts draus. Alle Kandidaten sind dumm, aber unsere Ente, die hat was gelernt. Die kann jetzt nämlich mit einem Löffel essen. Manchmal habe ich mehr Scheiße. Ja, aber ist doch schön. Das bist ja du. Eigentlich labert er immer nur Scheiße, aber okay. Ungefähr so seit 2-3 Tagen ist es mega intensiv. Ja, genauso intensiv wie Ricardas Gesicht in diesen Szenen. Ich meine, dieses Schlauchboot wird bald abheben. Wir müssen aufpassen. Diesmal habe ich das Shirt nicht am Strand vergessen. Das Fenster ist zu. Alles ist schön ruhig. Perfekt fürs Video. Servus Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von Love Island. Diese Folge dreht sich natürlich wieder um Yasin und Samira, aber unter anderem gibt es eine Brüder-Challenge, deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit der Szene und los geht's! Da habe ich jetzt fast keine Lust mehr gehabt. Herzlich willkommen bei Liebe, Drama, Wahnsinn! Herzlich willkommen bei Liebe, Dummheit und Frauenerniedrigung. Oh. Ich komme mir schon richtig so dumm vor. Ach, Melissa, macht ja nichts draus. Alle Kandidaten sind dumm, aber unsere Ente, die hat was gelernt. Die kann jetzt nämlich mit einem Löffel essen. Das ist ja Weltpremiere, eine Ente mit Löffel. Wow! Ich werde warten, bis Danilo auf mich zugeht. Denn Danilo ist der Mann und nur er darf Melissa erobern. Mann, Frau, nicht Frau, Mann. Und ich habe ja auch super tolle Freunde. Man sieht wirklich in ihrem Gesicht und in diesem Lachen, dass es einfach nicht ernst nehmen kann, dass es ihre Freunde sind. Wen ich wirklich will momentan? Momentan? Ist nur eine. Melissa. So, jetzt scheint er sich plötzlich sicher zu sein und bis jetzt war Danilo so bei den Mädels. Weißt, mal da, da, von der zu der und die will erobert werden und das ist das, was mir gefällt. Ja, die perfekte Aufteilung zwischen Mann und Frau. Die Frau will erobert werden, der Mann muss sie jagen. Hier sind Yasin und Samira. Nach dem großen Streit in der letzten Folge. Weißt du, ich bin Mensch, ich verzeihe, egal was man macht. Und genau deshalb bleibt sie immer bei diesen schwierigen, ekelhaften Macho-Arschloch-Typen, weil sie einfach immer verzeiht. Macht keinen Sinn. Gestern haben sie sich wieder getrennt und auch schon wieder versöhnt. Ja gut, dann schauen wir, wie viele Minuten die Beziehung jetzt hält. Auf in eine neue Runde. Ich spür, du das was, sag gar kein Wert. Super Tipp von Mischa, weil wenn man Yasin zuhört, kann man auch gleich einem Säugling zuhören und bekommt dieselbe Scheiße gesagt. Es sind weder deutsche normale Sätze, noch macht es Sinn, was er sagt. Der ist ein Casanova, das ist ein Charmeur. So, das wissen wir alle. Sie meint wohl selbstverständlich das egoistische Mischstück. Oh, shit. Was trinkt Samira da? Leitungswasser ohne Zucker? Ich kenne das nicht, das Getränk. Schimiko. Hm? Mag Schimiko. Sie kommt natürlich direkt zu ihm, aber wenn Samira Yasin zu sich ruft, kommst du mal her? Wie komm mal her? Was ist das? Bin ich Hund? Boah, er ist einfach so fucking widerlich, einfach frauenverachtend und... Okay, hoffen wir, dass es diesmal hält. Ja, ich schätze mal, das hält so eine Folge. Wenigstens für eine Viertelstunde. Aber gut, weg von Yasin, jetzt gibt's wieder eine... Okay, und der letzte Nachrichtschrei, der wird verstörend. Nachricht! Wow. Die Challenge lautet, wer von den Jungs ist der heißeste Bauarbeiter? Das ist eure Chance zu zeigen, was in euch steckt. Also nur eine Challenge für die Jungs, weil Frauen können ja keine Bauarbeiter sein. Das ist doch nicht möglich, die sind doch nicht stark genug. Hashtag Betonmischer. Hashtag Proteinpulver Powergainmischer. Mit Deutschlands bestgebauten Trockenbauern. Ja, die bestehen ja auch zu 70% aus trockenem Proteinpulver. Euer Kabel? Deren Kabel? Legt euch ins Zeug. Ja, und hier die besten Szenen. Geiler Typ, Mann. Ja klar, wer kennt sie nicht? Die knickt die Wurst um 90 Grad und sie bleibt garantiert Ganzversion. Es braucht eine Gurke und eine Zucchini, damit es so ausschaut. Also ich muss sagen, der wusste genau die Reihenfolge, wie er was machen musste. Ja, denn für Ricardi Schlauchboote ist so ein dreiteiliger Parcours viel zu anspruchsvoll. Da kann man sich nicht merken, was man machen muss. Ricardi ist ja schon süß. Wer will sowas nicht küssen, so ein Viech? Danilo hat gestern seine Gefühle für Melissa entdeckt und er hatte sich seitdem noch kein einziges Mal anders überlegt. Rekord für Danilo, aber geben wir ihm einfach noch einen Tag, dann sucht er sich sicher wen anders. Hm. Aber sie ist die Einzige, die mich interessiert, wirklich. Momentan, das hat er nämlich vergessen zu sagen. Nachher rede ich mal mit ihr. Geht's? Geht's. Tolles Gespräch. Aber alles cool, ey. Ist ein Spiel. Aber die Menschen sind kein Spiel, Danilo. Das sind echte Silikonfiguren. So süß. So süß. Man kann dich richtig gut verarschen. Manchmal habe ich mehr Scheiße. Ja, aber ist doch schön. Das bist ja du. Eigentlich labert er immer nur Scheiße, aber okay. Gleich. Ihr habt gewotet.
Wer sucht hier wirklich Liebe? Für ein paar von euch wird dieses Ergebnis sehr harte Folgen haben. Bei mir gibt's keine Werbepause, deswegen geht's direkt weiter. Der Mischa übt schon mal, wie man Ricarda Schlauchbooti über Schwellen trägt. Über Wellen trägt's, weil, ne, wenn Unwetter ist, dann muss man so ein Schlauchboot über die Welle an Land tragen. Mischa und ich, wir sind schon seit 8 Tagen echt. Wow, Respekt, länger als jede Kindergartenbeziehung. Puh. Überleg mal, heute ist der 8. Tag und wir sind immer glücklich und... Ich kann gut verstehen, dass 8 Tage für sie lang sind. Sonst zerlegt sie die Männer wahrscheinlich immer nach dem Club gehen und ja, dann sucht sie sich den Nächsten. Keinen Streit. Noch keinen Streit. Und ich muss sagen, ungefähr so seit 2-3 Tagen ist es mega intensiv. Ja, genauso intensiv wie Ricardas Gesicht in diesen Szenen. Ich meine, dieses Schlauchboot wird bald abheben, wir müssen aufpassen. Das, was wir jetzt in den 8 Tagen schon aufgebaut haben, muss ich sagen, kenne ich selber nicht von mir. Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, signalt die Jungs wahrscheinlich immer nur vom Fenster. Es beginnt nun die gewerkschaftlich vorgeschriebene tägliche Partyzeit. Obama, lalalala. Ja, die Bewegung tut ihnen so gut. Boah, immer diese Mainstream-Freitag-Club-Gang und Stressmachen-Gang. Aber hinter den schönen Fassaden bröckelt doch hier und da der Putz. Ja, liebe Love Island Redaktion, das kommt davon, wenn man den billigsten Maurer bestellt. Scheint's richtig, du strahlst. Und du bist sausüß. Süß, ja, super überzeugend, Julia. Naja, aber jetzt müssen 2 Kandidaten rausfliegen. Liebe Eiländer. Eiländer. Wir haben die Zuschauer gefragt, wer hier wirklich nach der großen Liebe sucht. Aber davor, Mischa, sag uns doch, was ist so toll an Ricarda? Ich mag ihre Ausstrahlung, ihr Lächeln. Ja, tolles Lächeln hat sie. Vielen Dank, danke schön. Und jetzt zu den Kandidaten, die es laut den Zuschauern nicht ernst meinen und gefährdet sind, rauszufliegen. Lisa, du suchst hier nicht ernsthaft einen Partner. Yasin, Amin, Asena. Diesen 4 Kandidaten droht der Rauswurf und die anderen Kandidaten dürfen jetzt 2 rauswerfen und 2 drin behalten. Lisa, Yasin, Amin und Hasena. Hasena? Ist es die weibliche Form von Hassan? Das wird jetzt wehtun. Aber klar, ohne Cliffhanger geht bei RTL 2 nicht. Entscheidung brutal. 2 gehen. Wenn ihr dieses ganze Geheule um die Kandidaten nicht verpassen wollt, könnt ihr mir sehr gerne hier oben ein Abo dalassen. Hier werde ich euch noch 2 Videos bzw. 2 Playlists verlinken. Schreibt unten in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat und lasst mir einen Daumen da, um das Video zu bewerten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao! Ich würde Yasin am liebsten einfach da reinwerfen und mit dem Boot drüber fahren.